herzlich willkommen bei Frau Jannik Probiert's aus Probier's auch. Und heute probiere ich super leckere Maroni. Und ich liebe Maroni. So sehen die ja auch aus, diese Esskastanien. Ich finde sie einfach super lecker. Das ist mein Lieblingssnack jetzt, wenn es kalt wird und in den Herbst geht oder in den Winter. Auf den Straßen gibt es ja dann die gerösteten Maronis. Die sind super, super lecker. Und man kann das natürlich auch ganz einfach zu Hause machen. Und heute habe ich eine ganz, ganz schnelle Version für euch, wie ihr das ganz einfach in der Mikrowelle machen könnt, innerhalb von wenigen Sekunden und immer die Portionsgröße, die ihr gerade haben möchtet. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die Maronis könnt ihr natürlich entweder selber sammeln, vielleicht kennt ihr irgendwo in Parks oder bei euch in der Gegend Bäume, wo ihr wisst, dass das wirklich Esskastanien sind und nicht die ganz normalen Kastanien. Also da müsst ihr schon aufpassen und müsst euch gut im Internet informieren, wie die denn wirklich aussehen. Und natürlich gibt es die auch im Supermarkt zu kaufen. Und da habe ich noch ein paar Tricks für euch, wie ihr erkennt, dass diese Maronis auch wirklich gut sind. Und zwar nehmt ihr am besten nicht diese Schaufel, die es da meistens gibt, sondern nehmt wirklich jede einzelne in die Hand und drückt ein bisschen drauf rum. Und wenn da wirklich keine Luft dazwischen ist und die wirklich satt ist und richtig hart, dann wisst ihr, dass die richtig frisch ist und dann wird sie auch gut sein. Denn je mehr Luft da drin ist, desto älter ist die Maroni und desto eher kann es sein, dass sie schlecht ist und da drinnen irgendwelche Schimmelpilze schon drin sind und dann dürft ihr die auf gar keinen Fall essen. Und dafür gibt es auch noch einen simplen Test und zwar könnt ihr die Maronis einfach in ein Wasserbad reinschmeißen und diejenigen, die oben schwimmen an der Oberfläche, die einfach aussortieren und auf jeden Fall in den Müll schmeißen. Da wisst ihr nämlich, dass da ziemlich viel Luft enthalten ist. Und wie geht das Ganze jetzt in der Mikrowelle? Und zwar total einfach. Natürlich kann man das Ganze auch im Backofen machen, aber das ist mir zu kompliziert. Wenn ich 5 Maronen essen möchte am Abend als Snack oder so, dann möchte ich das gerne schnell haben und unkompliziert und nicht extra den ganzen Backofen dafür aufheizen. Deshalb zeige ich euch die Variante mit der Mikrowelle. Und ich habe jetzt 2 Methoden ausprobiert. Und zwar die allererste, dafür habe ich hier die Maronen in Wasser eingelegt. Und das habe ich so ungefähr 15 Minuten stehen lassen, bis eine halbe Stunde. Dann habe ich die rausgenommen und eingeritzt. Und zwar entweder mit einem Kreuz oder einfach länglich. Das geht auch ganz gut. Wichtig, ein ganz dünnes Messer nehmen und sehr, sehr scharf und spitz. Das funktioniert am besten. Und wichtig ist noch, dass ihr die gewölbte Seite der Maroni einschneidet und nicht die glatte, damit es dann schön aufplatzen kann. Und ganz wichtig, immer einschneiden. Weil sonst gibt es einen riesen Knall in eurer Mikrowelle. Und wenn ihr dann die Maronis schön eingeschnitten habt, legt ihr sie auf einen sauberen Teller, nehmt euch dann so einen mikrowellengeeigneten Deckel oder ihr macht es in ein mikrowellengeeignetes Gefäß hinein und dann kommt es bei ungefähr 800 Watt für ca. 30 Sekunden in die Mikrowelle und dann ist das Ganze auch schon fertig. Bei Methode Nummer 2 habe ich gar nichts von denen gemacht. Ich habe einfach die ganz normale Maroni so genommen, ohne Wasser, ohne nichts. Habe die wieder eingeritzt und auf den Teller gelegt, ebenfalls mit dem Deckel überdeckt und dann in die Mikrowelle gegeben, wiederum für die gleiche Zeit und das funktionierte ebenfalls. Ich hatte jetzt das Gefühl, bei Methode 1 ging irgendwie die Schale ein bisschen vielleicht besser weg, vor allem diese pelzige Schale, die innen noch drin ist. Und bei Methode 2 vielleicht etwas mühseliger. Aber da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Das war auch manchmal von Marone zu Marone ein bisschen anders. Also da könnt ihr einfach mal ausprobieren, welche Methode für euch am besten ist. So, jetzt habe ich hier die Maronen, die nicht im Wasser drin waren. Und da mache ich jetzt den Deckel drauf und so gebe ich das jetzt erstmal in die Mikrowelle. Und als nächstes gebe ich die Maronen, die im Wasser gebadet haben, in die Mikrowelle. Ja, also die 2 Varianten habe ich ausprobiert und mal lässt sich diese pelzige Haut ein bisschen besser entfernen, manchmal wiederum nicht so gut. Also das ist irgendwie komplett unterschiedlich. Habe ich mal so erlebt. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist es ein super leckerer Snack, ist total schnell zubereitet, passt perfekt in den Herbst und auch in den Winter. Und müsst ihr halt unbedingt mal ausprobieren und dann einfach so vor dem TV oder sonst wann, wenn ihr Lust habt, einfach snacken. Wenn ihr jetzt also Lust bekommen habt, das auch auszuprobieren und mal Lust habt auf Maronen, vielleicht habt ihr es ja auch so gerne wie ich, dann probiert das Ganze mal aus. Lasst mir doch Feedback da hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Da freue ich mich jedes Mal riesig. Und natürlich könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Wenn ihr mir Fotos schicken möchtet von euren Versuchen, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Da freue ich mich immer riesig darüber. Und das geht am besten und am einfachsten über Instagram. Und da könnt ihr den Hashtag FrauJannik nutzen. Dann kann ich das nämlich sehen und mich freuen, dass ihr mir ein Foto geschickt habt. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim gesunden Snacken, jetzt in der kälteren Jahreszeit, perfekt wie ich finde. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.